Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Sternzeichenlegung und in diesem Video geht es um das Sternzeichen Waage. Also wenn du die Sonne, den Mond, den Aszendenten in diesem Zeichen hast, dann ist das deine Legung und dann schauen wir mal, was hier für Energien und Botschaft für dich für Dezember 2024 am Start sind. Solltest du natürlich für jemand anders zuschauen, bist du ebenso herzlich willkommen. Ich hoffe ja mal, dass jeder hier sich was rausziehen kann, die Zeit nicht vergeudet hat und ich ein paar wertvolle Impulse für dich liefern kann. Ich wünsche es mir jedenfalls sehr und gebe mein Bestes. Mein Name ist Claudia Birgit, ich bin Numerologie-Expertin, spiritueller Coach und Profi-Kartenlegerin. Das ist das, was du hier am meisten auf meinem Kanal siehst. Aber du weißt ja auch, wenn du mir schon länger folgst, dass ich der Numerologie sehr zugetan bin. Und wenn du schon mal eine Persönlichkeitsanalyse gehabt hast, dann weißt du, wie tief das geht, dann weißt du, wie intensiv das ist. Und wenn du dich dafür interessierst, weil du es noch nicht gemacht hast, dann würde ich sagen, schreib mich ruhig gerne an, wenn es dich interessiert. Und da ist die E-Mail-Adresse unten in der Videobeschreibung. Sie lautet tarot-zahlenmagie@gmx.de. Ja, fühl dich herzlich frei und eingeladen, dir die Infos zu holen. Vielleicht ist das ja was für dich und könnte dir jetzt weiterhelfen. Wir leben in Zeiten, die sind wirklich sehr aufreibend. Und es steht für unglaublich viele Menschen neue Wege da und sie wissen manchmal nicht, welchen sie gehen sollen. Also das ist wirklich sehr spannend. Zumal wir jetzt also auch gerade eine Phase haben. Wir haben 2024 ein Achterjahr. Es ist jetzt Dezember 2024, also der letzte Monat, für den ich diese Legung mache. Und das bedeutet, wir gehen natürlich in Richtung Ende 2024. Und die 8 sagt ja immer Balance, Harmonie, es geht auch um Gesundheit. Es geht um geistige Gesundheit natürlich in allererster Linie, aber auch um den Selbstwert. Und solltest du dich in einem Achterjahr befinden, hast du wahrscheinlich damit ein Thema. Beziehungsweise da geht es darum, auch neu zu kalkulieren und die Preise zu überprüfen, vielleicht die du halt so nimmst, ob das alles noch so richtig ist. Und vielleicht solltest du es erhöhen. Solltest du dir mehr wert sein. Vielleicht ein bisschen das Umstellen, das Ganze. Vielleicht geht es auch darum, dass du Psychosomatik gerade ganz massiv hast, weil die 8, wie gesagt, auch das Gesundheitsthema betrifft. Und da geht es darum, dass man natürlich versteht, wo liegt die Ursache. Wo in meiner Einstellung, in meinem Geist ist die Ursache, dass ich jetzt dieses Symptom habe. Ja, und nächstes Jahr werden wir natürlich unseren Selbstwert gestärkt haben, wenn wir dann auch ja letztendlich in unserer Partnerschaft sozusagen mündig geworden sind, wissen, was wir wollen, uns das auch wert sind und so weiter. Ja, dann geht es halt darum, nächstes Jahr, im neuner Jahr, auch im Kollektiv natürlich, Dinge zu beenden. Die 9 ist immer die letzte der einzelnen Zahlen und damit heißt es, ein Zyklus ist vollendet worden. Wenn du selber jetzt gerade in einem Neunerjahr sein solltest, das bedeutet deine ganz persönliche Jahresschwingung, dann errechnest du das mit deinem Geburtstag und deinem Geburtsmonat, sollten das zweistellige Zahlen sein, immer jede Zahl einzeln, dazwischen ein Plus setzen und 2024 nimmst du dann, wenn du dieses Jahr schon Geburtstag hattest, also gibt eine 8, plus das, was du von deinem Geburtsdatum hast und ja, und wenn du noch nicht Geburtstag gehabt haben solltest, dieses Jahr, dann nimmst du noch die 2023-7. Und wenn das am Ende eine 9 bei rauskommt, dann bist auch du aufgefordert zu beenden, die Dinge loszulassen, aufzuräumen, auszumisten, zu überprüfen, was ist dir noch dienlich, was kann weg und wirklich damit dann letzten Endes den Weg frei machen, auch mit Aussöhnen übrigens, fällige Gespräche, überfällige Gespräche vielleicht auch mal führen und die Dinge bereinigen, damit du dann sozusagen wie ein leeres Blatt bist, wenn du in das Einserjahr startest ab deinem nächsten Geburtstag. Ja, und im Kollektiv, wenn wir da jetzt drauf mal schauen und dass 2025 ein neuner Jahr ist, dann ist auch hier die Aufgabe, Dinge loszulassen, zu lösen und so weiter. Dem Pluto im Wassermann wird sein Übriges dazu tun, weil die 9 übrigens, die steht allerdings auch für Selbstlosigkeit, die steht auch für den großen Bruder der Menschheit. Du weißt, die Wassermann-Energie ist die Energie der vielen. Ja, da kommen also jetzt mehrere Faktoren auf jeden Fall zusammen. Das nur mal so als grobe Richtung. Und ja, es kann natürlich sein, dass aber nicht jeder mit einverstanden ist und dementsprechend kann es da zu Querelen, Unruhen und so weiter kommen, aber das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall ist es immer wichtig, dass wir in unserer Kraft bleiben, dass wir im Optimismus bleiben und dass wir natürlich immer im Herz sind und aus dem Herzen heraus handeln. Und jetzt schauen wir doch mal die 8
also beziehungsweise nicht die acht, das Achterjahr jetzt, ist ja auch in gewisser Weise ein bisschen vage ambivalent, weil die Waage ja auch immer gerne in die Balance möchte, ne? Und das Ganze ein bisschen ins Gleiche, also auf die Waagschalen, dass die gleich ausgerichtet sind. So, jetzt gucke ich doch mal, was wir hier für Waage für den Monat Dezember, da fliegt schon die erste Karte. Die habe ich zwar gesehen, die lege ich trotzdem so hin, weil ich weiß nämlich, dass du sie noch nicht gesehen hast. So, also für den Monat Dezember, welche Aussichten haben wir hier, welche Botschaften, Waage, Sonne, Mond, Aszendent, was sind hier die Tendenzen und Impulse? Für die Waagegeborenen, auf die bin ich gespannt hier. Die hat sich irgendwie so komisch bemerkbar gemacht gerade. So, eine Karte hätte ich jetzt gerne noch für den Dezember 2024 für die Waagegeborenen. Jawohl, und am unteren Kartenrand schaue ich wie immer zum Schluss. Und die hier oben, die werde ich mir auch noch anschauen. Die sind ja sehr lebendig heute, die Karten. Okay, also ist alles schicki hier. Karte Nummer 1, tada, die Princess of Talimans. Und das bedeutet, das ist der Bube der Münzen. Eine sehr schöne Karte, wie ich finde, weil Buben sprechen ja immer von Chancen und Möglichkeiten, die von außen auf uns zukommen. Die wir natürlich, weil wir ja Schöpfer unseres Universums sind, unserer Realität sind, die wir natürlich vorher schon ausgesendet haben, dass wir bereit sind, eine Chance zu empfangen. Der Bube der Münzen, das ist zum Beispiel eine Chance im Sinne von, es könnte eine Erbschaft sein, es könnte ein Sponsor sein, es kann jemand, der dich finanziell unterstützt, der dich mit Ressourcen unterstützt, der dir zum Beispiel sagt, hey, ich habe hier einen Raum frei, hier kannst du deine Praxis machen. Das sind einfach wirklich schöne Angebote, Impulse. Es kann auch sein, dass du irgendwo durch die Gegend läufst, durch die Stadt läufst und dann siehst du in irgendeinem Schaufenster einen Buchtitel und du weißt jetzt, was du zu tun hast. Also auch das ist eine Einladung. Ja, eine Chance, eine Möglichkeit, die von außen kommt und die auch für Beständigkeit steht, weil die Erde, das Erdelement, die Münzen stehen halt natürlich für Beständigkeit. So, gucken wir mal weiter. Dann habe ich hier den König der Münzen. Der König der Münzen ist natürlich auch nochmal eine richtig schöne Karte, weil der ist ja so ein bisschen der im Positiven gesehen, der hat ausgesorgt, der sitzt auf seinem Thron, der guckt auf sein, ja, auf das herunter und beobachtet und schaut entsprechend zufrieden auf sein Lebenswerk und alles ist schicki, alles ist schön. Und ja, hier geht es natürlich darum, dass du Verantwortung übernehmen musst oder übernommen hast für die Dinge in deinem Leben, die du dann halt auch im Außen sichtbar bekommst. Weil König heißt ja immer, ich bin oben und ich bin vorne und ich übernehme Verantwortung logischerweise und ich übernehme Verantwortung für meine Ressourcen, für meine Mittel und ich habe mir da auch schon einiges erschaffen. Das ist durchaus möglich, dass wir hier den Buben der Münzen zusammen mit dem König der Münzen, also das ist das, wo hier, ja, da ist ein Zusammenhang, da ist die Chance, die dann möglicherweise dazu führt, dass du eben dann auf diesem Thron sitzt, dass du da gut vielleicht sogar ausgesorgt hast. Was auch immer es sein mag, es kann auch sein, dass du eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommst oder ein Fonds wird irgendwie jetzt fällig oder keine Ahnung was. Also es kann irgendein großer Gewinn sein, der überraschend kommt. Er kann aber auch von dir aus schon initiiert sein und jetzt ist, was weiß ich, jetzt ist er zuteilungsreif. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich noch Bausparverträge? Ich habe gar keine Ahnung, ich habe mich schon ewig nicht mehr damit beschäftigt. Also das wäre sowas, ne? Zuteilungsreif, deswegen hatte ich das mit dem Bausparvertrag gerade so im Kopf. Ja, und dieser König ist außerdem ein König der Taten und auch ein guter Geschäftsmann. Also für den zählen die Taten und nicht nur leere Worthülsen oder irgendwelche Wünsche und so weiter, sondern da geht es um wirklich handfeste Taten. Und wenn du jetzt hier eine günstige Gelegenheit bekommst, die wird dir offenbart, wird dir gezeigt, dann kann es sein, dass du dann wirklich ins Tun kommst, um für Dauer, auf lange Sicht hin, dir wirklich etwas zu erschaffen. Selbstständigkeit kann das natürlich wunderbar sein. Oder du, ja, tust das, was du schon lange machen wolltest, auswandern. Wäre jetzt auch so ein Beispiel. Auf jeden Fall geht es hier darum, auch in die Aktivität zu gehen. Aber er weiß eben auch, dieser König, dass
die Dinge ihre Zeit brauchen. Und er hat eine gewisse Geduld und Ausdauer. So, weil nur so kommt man natürlich ans Ziel, ist auch klar. Also er ist jemand, der definitiv schon mal gut Verantwortung übernimmt. Und ja, hier ist natürlich sehr schön, wenn sich hier eine Chance zeigt und dann der König dazu. Dann sieht das recht vielversprechend aus. Wir haben mit den zwei Stäben, jetzt muss ich aber noch mal weitergucken, sieben Stäbe und den Narren. Oh, das ist interessant. Die zwei Stäbe, das ist so die Karte von Halbherzigkeit. Ich begebe mich auf eine Position der Halbherzigkeit. Ich prüfe erstmal in mir, bevor ich eine Entscheidung treffe. Und das ist natürlich, eigentlich ist das so eine vage Nummer von wegen, ich wäge ab. Da ist die Waage ja schon in der Begrifflichkeit im Wort drin. Diese Karte hier hat interessanterweise den Widder mit am Start. Vielleicht bist du ja Aszendent Widder oder Mond Widder oder Widder Aszendent Waage hier, wie auch immer. Und das Abwägen, dieses ich entscheide jetzt erstmal nichts. Ja, das kann sein, dass du auch genau überlegst, okay, was mache ich jetzt damit? Was mache ich jetzt mit dieser Chance? Ich möchte mir was aufbauen, ich weiß jetzt aber noch nicht so recht. Okay, ich kann mich von meiner Begeisterung leiten lassen. Ob das so das Stimmige ist, ist immer die Frage. Vielleicht ist es eher wichtig, neutral zu sein und dann von einer gewissen Beobachtungsposition aus mal die Dinge zu betrachten, damit man einfach selber einen besseren Überblick hat und natürlich besser weiß, okay, stimmt das denn überhaupt für mich, was ich hier entscheiden möchte? Also hier scheint eine Entscheidung anzustehen, aber sie ist momentan noch nicht klar. Es kann damit zusammenhängen, dass hier die sieben Stäbe liegen. Die sieben Stäbe, das ist die Karte von, ja, Gegenwehr. Da sind Menschen wirklich nicht einverstanden mit dem, was du möchtest und was sein darf und so weiter. Und ja, wahrscheinlich hast du es schon mal, wenn du mir länger folgst, schon öfter gehört. Wenn diese Karte fällt, dann bin ich immer sehr beim Licht- und Schattentarot oder beim Leitseers, weil da ist diese Karte sieben Stäbe so dargestellt, dass da eine Frau auf dem Meditationskissen sitzt, außenrum eine Bubble. So, also ihre Bubble, so, und sie meditiert, ist ganz bei sich, hat die Augen geschlossen und vorne kommen die Stäbe und wollen ihr was Böses. Aber es interessiert sie gar nicht, sie ist in ihrer Mitte, bleibt zentriert, sie lässt sich davon nicht beirren und genau das ist der Punkt. Wenn die sieben Stäbe kommen, wenn du merkst, deine Vorhaben treffen nicht so unbedingt auf Gegenliebe, dann bleib bitte bei dir. Und lass dich davon nicht ins Boxhorn jagen. Wenn du wirklich eine gute Idee hast und ja, und jetzt brauchst du da irgendwie mal vielleicht ein bisschen Unterstützung oder du suchst Leute, die da mitmachen oder wie auch immer, oder du erzählst das ganz banal deiner Familie und die sagen, wie bitte, was willst du machen? Das kann doch nicht sein, weil wie soll das denn funktionieren und so weiter. Und dann kann das sein, dass du da erstmal ja mit zu tun hast. Und da muss man eben aufpassen, dass man sich nicht demoralisieren lässt. Es kann natürlich auch sein, dass die Gegenwehr hier kommt, weil du eine ganz verwegene Idee hast. Und dann hast du es plötzlich mit Behörden zu tun und deren Vorschriften und Gesetze. Und da kann das auch schon mal ein bisschen schwierig werden. Das kann dann dazu führen, diese Gegenwehr mit was auch immer, von wem auch immer, über welche Instanz auch immer, ist das durchaus möglich, dass du dich dann entscheidest für einen Neuanfang. Dass du sagst, okay, dann mache ich das auf eine andere Art und Weise. Ich lasse das hier meinetwegen los, ich gehe woanders hin und mache das dort. Möglicherweise hat auch diese Chance hier mit einem Umzug zu tun, dass du in einen anderen Ort gehst, in ein anderes Land gehst, wie auch immer, und damit eben auch einige Leute nicht so wirklich einverstanden sind. Aber es kann auch sein, dass dir das herzlich egal ist, weil du sagst, ich ergreife diese Chance. Ich habe nach reiflicher Überlegung habe ich mich hier entschieden. Und wenn man das dann kundtut, ne, du kennst die Situation, da bist du dir, okay, jetzt mache ich das, jetzt spreche ich es aus, jetzt gehe ich damit hin und dann ist auf einmal Tohuwabohu und die Leute sind nicht so wirklich einverstanden. Auch vielleicht deine Denkweise und plötzlich sind sie überrascht, was dann so aus dir rauskommt, weil sie das vielleicht nicht unbedingt kennen. Der Narr spricht ja, wie gesagt, von dem Beginn der Heldenreise. Also hier geht es um einen Neuanfang und ich denke, du wirst diese Dinge. Wie gesagt, entweder sagst du dir, ich bin mir so sicher, ich habe reiflich überlegt, ich bin wirklich bei mir, ich habe meine Mitte und da bin ich ganz fix und fest und verankert. Und dann sind diese Dinge halt einfach nicht letztendlich wichtig für dich, beziehungsweise nicht ausschlaggebend, um es mal so auszudrücken, nicht ausschlaggebend. Ja, und du beginnst dann halt trotzdem so gesehen neu. Ja, das ist wirklich interessant, weil man sollte ja meinen, dass die Menschen, die uns nahestehen, zum Beispiel unser Bestes möchten, ne?
Aber oftmals möchten sie nur ihr Bestes. Wenn sie nicht sehr bewusst sind, und das sind ja noch viele Menschen, und das möchte ich überhaupt nicht verurteilen, weil es einfach so ist und jeder darf ja so sein, wie er ist. Aber wenn sie dann meinen, sie wüssten das, was gut für dich ist, dann kann es natürlich zu Konflikten kommen, gerade wenn du dann natürlich sagst, doch, ich weiß aber selber, was das Beste für mich ist. Ja, und dann kann es schon mal ein bisschen Rambazamba geben, ne? Wenn sie dann ihre Fälle davonschwimmen sehen, weil du dich veränderst und da nicht mehr so mitspielst, wie sie es gerne hätten. Kann auch eine berufliche Situation sein, die Arbeitskollegen, der Chef und ja, oder eben auch die Gegenwehr kann natürlich auch über Behörden kommen. Oder irgendwelche Dinge, an die ich jetzt noch gar nicht so denken kann. Okay, wir haben am unteren Kartenrand wundervollerweise die zwei Kelche, die zwei Kelche. Ja, ich glaube aber, egal was hier für Gegenwehr kommt, hier ist trotzdem Unterstützung. Hier bist du mit jemandem sehr verbunden. Die zwei Kelche ist ja so die spirituelle Verbundenheit, die Seelenverwandtschaft, der Seelenpartner. Kann aber auch sein, wenn du da jetzt keinen Partner hast, und wir dürfen nicht vergessen, es ist eine allgemeine Legung hier, dann kann es auch die Verbundenheit mit dir selber sein. Also, dass du deinen spirituellen Weg gehst, dass du auf dein höheres Selbst hörst, dass du den Weg von innen nach außen gehst, was ja sowieso sehr, sehr sinnvoll ist. Und genau letztendlich so funktioniert das Leben. Es funktioniert immer von innen nach außen, niemals von außen nach innen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch für den einen oder anderen möglich, dass du hier wirklich einen wundervollen Partner, eine wundervolle Partnerin an der Seite hast. Ja, mit den zwei Kelchen haben wir natürlich immer den Hinweis auf die Spiritualität. Und ja, es ist eine sehr, sehr schöne, sehr positive Karte. Wir haben hier Venus und Krebs. Also hier ist es sehr fürsorglich, ein Miteinander und letztendlich auch natürlich ja, die Verbundenheit mit dir selbst. Also das ist eigentlich das Allerwichtigste. Ja, und jetzt gucken wir doch mal, was wir hier für die Waage geborenen im Monat Dezember für eine Botschaft bekommen. Noch was ist im Unbewussten, was aber dennoch wirkt. Und eine hätte ich jetzt gerne noch, Waage, Sonne, Mond, Aszendent, Dezember. Okay, also Karte Nummer 1, da haben wir die Königin der Kelche. Ja, Spiritualität ist natürlich auch bei der Dame der Fall. Wir haben hier das weibliche Element der Kelche. Das sind die Gefühle, das ist die Heilerin, das ist die Spiritualität. Und das ist natürlich auch hier Verantwortung, Königsenergie heißt für mich immer Verantwortung für sich selbst übernehmen, für seine Gedanken, für die eigenen Gedanken, für die Taten, für Überzeugungen, also alles, rundum alles. So, und vielleicht geht bei dir auch was in Richtung Heilerin dass du da die Richtung einschlägst, weil wenn ich mir nämlich vorstelle, dass du vielleicht bisher einen normalen Bürojob gemacht hast und hast aber nebenbei immer schon gemerkt, du hast andere Ambitionen, du bist eher im Heilpraktikerbereich, du merkst, du hast spirituelle Zugänge, möchtest als Medium tätig sein, dann kann das für die 3D-Welt schon mal einen Schreck und Schock bedeuten. Wenn du sagst, ja, ich gebe jetzt diesen vermeintlich sicheren Job auf, weil ich merke, er erfüllt mich nicht mehr, aber jetzt möchte ich, dass mich das erfüllt. Also für mich ist da was ganz anderes jetzt am Start. Die Prioritäten haben sich verändert. Ich hatte Erkenntnisse. Ich weiß jetzt, wo ich stehe. Und jetzt gehe ich da diesen Weg. Vielleicht als spirituelle Heilerin. Also hier möchte auf jeden Fall die Spiritualität durch. Sie möchte gelebt werden. Und hier haben wir immer was von, ich versuche gerade die richtigen Worte zu finden. Natürlich etwas, wie gesagt, von Erfüllung. Erfüllung, erfüllt sein, das wahre Wesen, das wahre Selbst erkennen. Das ist hier das, was mit am Start ist. Ja, und sie steht auch für die Innenschau und so ein bisschen auch für die abwartende Haltung, um dann aus den Impulsen heraus die richtige Wahl zu treffen. Und da haben wir natürlich mit den zwei Stäben auch hier eine ganz gute Verbindung, weil es wirklich darum geht, nach innen zu schauen und aus dem Innen heraus dann den passenden Zeitpunkt, den Impuls zu, ja, dem nachzugehen, wenn es dann entsprechend soweit ist. Und das natürlich in aller Klarheit. Das Ass der Schwerter ist ein Ass, wie alle anderen, als Potenzial in uns. Ein Potenzial, das entdeckt und entfaltet werden möchte, was sich nicht aufdrängt. Und hier haben wir
das dir innewohnende Potenzial, dessen du dich natürlich bedienen darfst und sollst, und zwar wirklich zur absoluten Klarheit zu kommen, klare Entscheidungen zu treffen und eben nicht hin und her zu eiern, weil man es allen recht machen möchte, sondern bitte wirklich direkt und geradeaus. Das ist deine Entscheidung, dazu stehst du und gut ist. Und ich habe das Gefühl, dieses Potenzial, das wirkt ja, also das möchte auch wirklich dann gelebt werden im Sinne von, dass du das auch im Außen klar demonstrierst, aussprichst, wie auch immer. Warte mal, ich gucke nochmal. Ach, wie schön, jetzt haben wir noch den Magier. Ja, also meine Liebe, mein Lieber, hier sind mächtige Kräfte in dir, die ja, die an die Oberfläche wollen. Hier haben wir ja auch den Neuanfang mit dem Narren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wäre für den einen oder anderen nicht wirklich verwunderlich, wenn sich das Leben um 180 Grad dreht, wenn du komplett neu anfängst. Wenn du zum Beispiel sagst, ich habe jetzt diese Gegenwehr, ich habe das satt, dass ich immer kämpfen muss, dass ich immer das Gefühl habe, ich kämpfe gegen Windmühlen, ich muss mir immer irgendwie hier durchsetzen und ziehe doch den Kürzeren und es ist sowieso nicht das, was ich will. Dieser ganze Klaggerer-Datsch, auf den habe ich einfach keine Lust mehr und du fängst neu an. Und ja, und hier ist die Kraft, die in dir ist, die Kraft, das Potenzial zur absoluten Klarheit, die Entscheidung, klare Entscheidung zu treffen. Dann der Fokus, der Magier ist ja der, der sich fokussiert. Der weiß, was er will, der fokussiert sich, nutzt seine Ressourcen und dann manifestiert er das, was für ihn stimmt. Und die Königin der Kelche, das ist ja sowieso der Hinweis hier auf die Spiritualität. Also hier würde ich mal wirklich sagen, hier geht es vielleicht darum, dass du tatsächlich dein Außen komplett neu gestaltest und ganz neue, ganz andere Wege gehst. Wow, das ist kraftvoll. So. Und ich glaube, das ist für eine Waage manchmal auch nicht so leicht. Also tatsächlich immer dieses Abwägen und ich möchte es allen recht machen, ich möchte lieber wenig Widerstand, ich möchte Harmonie und so weiter. Das ist ja so ein Waage-Ding. Ja, manchmal nutzt es nichts. Da müssen wir dann auch da durch und dann dürfen wir uns dem Ding auch stellen, weil sonst ist es eine Pseudo-Harmonie. Wenn du dann immer den Rückzieher machst und zurücksteckst und andere gewähren lässt und so weiter und nicht zu dir stehst, das ist kein Frieden. Das ist eine komplette Disharmonie in dir und der wahre Frieden ist ja der, wenn du deinen Herzensweg gehst. Und dann kommt es eben nun mal dazu, dass man manchmal natürlich auch Gegenwehr hat. Ich meine, die Menschen sind so und so und so und so, jeder denkt sich seinen Teil, also ist es eigentlich auch völlig wurscht, es muss dich nicht interessieren, was jemand anders denkt. Wenn du dir im Klaren darüber bist, kannst du es sehr höflich und freundlich formulieren, du musst ja auch nicht mit dem Holzhammer durch die Gegend laufen, aber es geht einfach darum, dass du deinen Weg gehst. Jeder von uns sollte seinen Weg gehen und sollte die Nase aus den Angelegenheiten anderer heraushalten. Jeder sollte und weiß auch im Grunde genommen am besten, was für ihn oder sie gut ist. Jetzt möchte ich mal schauen, was mit dem Lenormand hier für die Waage geborenen Sonne, Mond, Aszendent im Dezember. Wen haben wir denn hier? Den Mond. Jawohl. Der Mond. Da geht es um berufliche Anerkennung im Lenormand. Möglicherweise geht es darum, dass du mit anderen kommunizieren sollst. Die 3 steht für die Kommunikation. Vielleicht geht es auch darum, vielleicht hast du ja schon längst mal ein Buch geschrieben und jetzt geht es mal darum, dass du das jemandem anbietest und mit jemandem drüber sprichst oder dass du dir, dass du mit einem anderen über deine Pläne sprichst, vielleicht mit deinem Herzenspartner. Ja, also hier geht es darum, dass du vielleicht auch, ja, dass du mental, die 3 ist eine mentale Zahl, dass du hier einfach mal auch Pläne machst, was dein Berufliches angeht. Dass du dir darüber im Klaren wirst, mal reinfühlst, also deine Gedanken und dein Gefühl mal irgendwie versuchst, in die Kohärenz zu bringen, Herz-Hirn-Kohärenz im Einklang zu sein und deine Bedürfnisse wahrzunehmen und genau zu überprüfen, aufgrund deines Gefühls bzw. deiner inneren Wahrnehmung. Es ist ja nicht wirklich das Gefühl, sondern es ist die Wahrnehmung, was jetzt für dich der nächste Schritt ist, der dich in die Freiheit führt oder in die Veränderung. 3 und 2 ist 5. Vielleicht hast du ja noch ein paar Unsicherheiten, vielleicht hast du ja auch ein paar Ängste und hier fehlt ja noch so ein bisschen der Mut, das kann auch sein.
Da geht es dann auch darum, dass das mal in sich, dass du das in dir überprüfst. Ich möchte eine zweite Karte hierzu haben, bitte. Dann haben wir den Baum. Der Baum, der steht natürlich für die Wurzeln. Der steht für gesundes Wachstum. Spannenderweise ist 3 und 2 auch 5. 5 und 5 ist 10, da haben wir die Wandlung. Vielleicht geht es darum, dass du deine neuen Wurzeln irgendwo hin, nee, dass du neue Wurzeln bildest, so rum, und dafür vielleicht auch eben den Ort wechselst, wo du bisher gewesen bist. Möglicherweise hast du hier aber auch eine Verwurzelung, wo es um deine Familie geht, wo da auch Veränderungen anstehen und was dich vielleicht auch noch ein bisschen unsicher sein lässt, ist natürlich möglich. Ja, der Mond steht für das Gefühl, für das Sternzeichen Krebs. Vielleicht bist du ja auch Krebs vom Sternzeichen Aszendent Waage oder umgekehrt oder was auch immer. Du hast den Mond im Krebs, dann natürlich doppelt gemoppelt sozusagen. Dann geht es erst recht um die Gefühle und natürlich auch um die Unbeständigkeit der Gefühle, die ja mal so sind und mal so sind. Gefühle, weißt du selber, können von jetzt auf gleich sich ändern. Und hier geht es auch darum, dass man natürlich seine Gefühlsschwankungen, dieses Hin und Her vielleicht auch ausbalanciert und einfach für sich natürlich Klarheit hat. Denk dran, du hast das Ass der Schwerter hier, was wirkt. Und überprüfe das mit deiner inneren Klarheit, was jetzt ansteht. Lass dich nicht von deinen Gefühlen so sehr beeinflussen, weil Gefühle auch nicht das sind, was die Wahrheit ist, weil wir einfach nicht das Gefühl sind. Wir haben Gefühle, aber wir sind keine Gefühle. Und deswegen geht es auch immer darum, darüber hinauszugehen. Also geh in den Beobachtermodus. Schau, was würdest du deiner besten Freundin raten in deiner Situation? Und dann bist du auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter, weil der Beobachter heißt, ich bin nicht mit der Rolle oder mit der Situation in dem Moment, um die es geht, identifiziert. Okay, dann möchte ich doch mal gucken. Apropos Mond. Was jetzt hier das Moonology-Wünsche-Orakel sagt, was haben hier für die Waage geborenen im Dezember für eine Botschaft? Waage, Sonne, Mond, Aszendent. Da haben wir den Neumond im Widder. Das ist spannend. Nichts wie ran. Tja, nichts wie ran heißt ja auch hier, die Taten zählen. Ne? Der König der Münzen. Also es ist offensichtlich Zeit, jetzt in die Umsetzung zu kommen, nicht mehr zu zögern, nicht mehr zu zaudern, sich nicht mehr zurückzuhalten, sondern dich zu leben, so wie du es richtig für dich hältst und wie du meinst, damit wärst du erfüllt und damit wärst du glücklich und das ist dein Weg. Also nichts wie ran. Es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Könnte man auch so sagen, ne? Jetzt möchte ich ganz gerne, was möchte ich jetzt? Jetzt möchte ich mal, genau, den Schutzengel, die Schutzengel fragen, was wir hier für eine Botschaft für die Waagegeborenen haben. Waage, Sonne, Mond, upsala. Sie fallen herunter und es sind zwei, die nehme ich jetzt beide. Lege ich mal beiseite hier. So, erste Karte, heilende Energie. Sehr spannend. Und die zweite, Segnungen und Fülle. So, ich fange mal mit der ersten Karte hier an. Schauen wir mal, was wir hier für eine Botschaft bekommen. Heilende Energie klingt ja gut, ne? So, heilende Energie. Die Botschaft für dich. Die Engel hüllen dich zurzeit in heilende Energie ein. Sie schweben um dich herum und erfüllen Körper, Geist und Seele mit einem beruhigenden und friedlichen Licht. Sie leiten dich an, diese heilende Energie zu empfangen und deinem Körper zu erlauben, in seinem natürlichen Zustand perfekter Gesundheit und Güte zurückzukehren. Heilung ist in Wahrheit eine Energie, die über den Körper hinausreicht. Sie ist die Rückkehr zu einem glücklichen bzw. zu einem natürlichen und gesunden Zustand. Die Engel der Heilung legen ihre Hände auf dich und alles, was dir momentan vielleicht Sorgen macht. Wisse, dass sich die Wunder, die du suchst, vor deinen Augen enthüllen werden. Du bist gesegnet, diese Karte heute zu empfangen, da ihre Energie alle Verluste, Wunden oder emotional schwierige Situationen heilen wird, die dein Herz bekümmern. Ach, ist das schön. Erweiterte Botschaft.
Wenn dein Leben in Scherben liegt, zeigt dir diese Karte, dass heilende Energie auf dem Weg zu dir ist. Deine Engel möchten dich wissen lassen, dass alle Gebete oder Bitten um Hilfe und Unterstützung, die du ausgesendet hast, empfangen wurden und dass die himmlischen Kräfte jetzt aktiv werden. Die Heilung tritt nicht erst morgen ein, sie beginnt schon heute. Daher wirst du angeleitet, das bestmöglichste Ergebnis in allen Bereichen deines Lebens zu visualisieren. Stelle dir die Engel des Lichts vor, wie sie ihre heilenden Hände auf alles legen, was dir Sorgen machen könnte, und wisse, dass du mit der heilenden Energie erlaubst, sich in diesem Moment zu entfalten. Dass du damit der heilenden Energie erlaubst, sich in diesem Moment zu entfalten. Ja, es geht darum, dass wir natürlich aktiv sind, dass wir wirklich aktiv uns entscheiden, dass wir uns aktiv für unseren wundervollen Seelenweg entscheiden, denn die Seele kennt ja den Weg und die weiß genau, wo es hingeht. Aber solange wir im Kopf sind, haben wir natürlich da echt ein Thema, ne? Weil der Kopf ist schon sehr, sehr massiv, sehr, sehr aktiv und auch sehr dominant. Wenn wir nicht sagen, du hast eh keine Kompetenz, du wirst wieder zum Hausmeister, lieber Verstand. Und weil mein Herz hat jetzt das Sagen. Oben leise, unter Lautstellen im Herzen. Und Heilung bedeutet natürlich auch, dass klar, dass wenn die Energie, die du im Geiste hast, wenn die hochschwingt, dann hat dein Körper überhaupt keinen Grund, krank zu werden. Und letztlich sind ja alle Symptome nur deshalb da, weil du in dir jeder von uns natürlich Widerstände in sich trägt, die sich dann halt im Körper manifestieren auf die eine oder andere Art. Und wir bringen auch natürlich Blockaden mit. Das sehe ich in den Analysen. Da kannst du genau sehen, hat jemand Angst zu sprechen, dann hat er eine Blockade auf der Kehle. Oder hat er vielleicht so das Mutter-Teresa-Syndrom, dann hat er da auch entsprechende Zahlen auf der entsprechenden Position. Und so weiter und so fort. Also auch Rückenschmerzen und so weiter. Es kann sein, dass du Zugang zur Akasha hast oder auch Zugang zu Wesenheiten, dass du mit Verstorbenen kommunizieren kannst und du hast Rückenschmerzen, weil du diese Energie nicht lebst. Und dann staut die sich. Das ist ja ein Talent und eine Fähigkeit, die wir leben sollen und nicht, die wir unterdrücken sollen. Und wenn du das lebst letztendlich, wenn du dich dafür entscheidest für diesen Weg, dann kommt natürlich auch die körperliche Heilung logischerweise in Gang und dann ist alles wieder nachher in Ordnung. So, jetzt gucken wir doch mal, was Segnungen und Fülle, so, jetzt kannst du es sehen. Segnungen und Fülle, was haben wir denn hier? Auch eine wundervolle Botschaft. Jawollo, du wirst jetzt in ein Licht voll Segnungen und Fülle eingehüllt und deine Engel möchten dich wissen lassen, dass sie dir zur Seite stehen. Sie ermutigen dich, auf deine Intuition und jede andere Führung zu vertrauen, die du derzeit empfängst, da sie dich zu enormem Wachstum und Erfüllung führen. Du wirst in deiner jetzigen Situation mit Segnungen überschüttet. Falls sie dir noch nicht zuteil geworden sind, wisse, dass sie genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort eintreten werden. Alle Tore zur Fülle öffnen sich dir jetzt. Die Weisheit der Engel ermutigt dich, damit zu beginnen, die Segnungen zu zählen. Dann wirst du offen dafür sein, noch mehr von ihnen zu empfangen. Erweiterte Botschaft. Fülle ist die spirituelle Belohnung dafür, auf unsere Gaben und Talente zu vertrauen und sie zu teilen. Wenn wir unsere Entscheidungen und Handlungen auf das höchste Gut abstimmen, werden wir mit Gelegenheiten gesegnet. Du befindest dich gerade in einem Zustand tiefer spiritueller Verbindung und Stärke und bist spirituell erfüllt. Selbst wenn du dich verletzlich oder überwältigt fühlst, ist der Schleier zwischen dieser Ebene und dem Himmel durchlässig und du bist von Licht und unterstützenden Energien umgeben. Falls du dir irgendwelche Sorgen über Finanzen oder Eigentum machst, wisse, dass die Hand Gottes deine Situation zu einem gesegneten Resultat führt. Vertraue auf deine Talente und die Engel, die dir zur Seite stehen. Solltest du also ein Thema mit Urvertrauen noch haben, ist jetzt auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, sich damit zu beschäftigen und natürlich auch dir bewusst zu sein, dass du in deiner Essenz göttliche Energie bist, die inkarniert ist, um eine menschliche Erfahrung zu machen. Aber dir kann nicht wirklich was passieren. So, jetzt kommen wir zu einer Werbung.
sozusagen. Nein, natürlich, also ein bisschen Werbung, ja gut. Was Bäume raunen, dieses wunderschöne kleine Kartendeck habe ich auf der Messe, auf der Lebensfreude-Messe am Wochenende in Hamburg erstanden und ich bin sehr begeistert und finde es wundervoll, weil wir auch, wir sind doch alle mit der Natur verbunden, wir lieben die Bäume, wir lieben den Wald und so weiter und dieses Deck hat einfach auch wunderschöne Botschaften. Und da habe ich mir gedacht, die binde ich doch jetzt mal ein. Also Waage, Sonne, Mond, Aszendent im Monat Dezember. Was ist hier die Energie? Was ist die Botschaft der Bäume? Upsala. Die Myrte. Reinheit und Schönheit. Ja, sehr schön. Okay, dann muss ich natürlich auch mal schauen. Dieses Buch hat noch ein bisschen mehr Informationen über die Bäume und so weiter, aber ich werde jetzt nur vorlesen, was hier die Myrte als Orakel Bedeutung uns erzählen mag. Der Myrtenbaum bringt dir die Reinheit und Schönheit deiner unsterblichen Seele zu Bewusstsein. Die Kraft der Myrte hilft dir, alte Verletzungen, die deine Seele mit Schatten verdunkeln, zu heilen. Sie richtet deinen Blick auf die Schönheit, Klarheit und Anmut und unterstützt dich dabei, diese Qualitäten zu leben. Die strahlende Reinheit deiner Seele, die Liebe, die du gibst und nimmst, leuchtet durch dich in diese Welt. Die Myrte sagt dir, dass es Zeit ist, Trauer und Schmerz zu überwinden, um dich dem Leben zuzuwenden. Im Ozean der Zeit findest du den Widerhall all deiner Leben, deiner Bindungen und Verletzungen. Jetzt ist es Zeit, dir klarzumachen, dass deine Essenz ein unzerstörbarer, göttlicher Funke im Meer der Schöpfung ist, voller Schönheit und Klarheit. Du kannst die Schatten loslassen, um die Kostbarkeit und Schönheit, die dir innewohnen, zu leben und andere damit zu inspirieren. Der Schattenaspekt, das ist ja das, wenn die Karten verkehrt rumfallen, arbeite ich nicht mit, lese ich aber trotzdem, könnte sein, dass du damit in Resonanz gehst. Also der Schattenaspekt dieser Karte kann andeuten, dass du das Leben aufgrund verletzender Erfahrungen in einer Schattenwelt lebst und dein volles Potenzial nicht entfaltest. Affirmation: Ich sehe die Schönheit in meinem Leben und nehme mich selbst in Liebe an. Selbstliebe ist natürlich ein wundervolles Standbein tatsächlich, genauso wie der Selbstwert und das Selbstbewusstsein. Solltest du mit diesen Themen ein Problem haben, dann überprüf mal dein Geburtsdatum, ob du eine 1 im Geburtstag hast oder eine einzelne 4 oder die einzelne 7. Dann ist das Selbstbewusstsein bei dir angelegt. Wenn nicht, hast du die Aufgabe, dieses zu entwickeln. Entwickeln heißt, es ist schon da, aber es ist halt zugedeckt. Genauso geht es mit dem Thema Selbstliebe. Hast du eine 6 im Geburtsdatum, ist es angelegt. Wenn nicht, ist die Selbstliebe die Aufgabe, die du dir auf Seelenebene gestellt hast, diese zu entwickeln. Dasselbe auch wieder hier mit der dritten Säule, dem Selbstwert. Ist dein Selbstwert geschwächt? Fühlst du dich vielleicht als Frau nicht wert? Dann hast du vielleicht trotzdem genug Geld. Aber dein Selbstwert als Frau ist nicht so da. Dann hat das natürlich Ursachen auch in anderen Inkarnationen und ist eine Aufgabe, hier entwickelt zu werden. Wenn du Thema Mangel hast, Selbstwert in Bezug auf Finanzen, hast du natürlich da auch noch ein Thema und darf entwickelt werden. Also hier ist keiner besser oder schlechter dran. Wir haben alle unsere Aufgaben und es ist einfach wichtig, dass wir sie annehmen, weil dann können wir sie auch lösen. Und uns selbst anzunehmen als das wundervolle Wesen, was wir ja in Wahrheit sind, ist natürlich schon mal auf jeden Fall eine sehr gute Idee und ein guter erster Schritt. So, ich habe hier ein bisschen Platz gemacht, weil jetzt möchte ich natürlich noch ein Mineral ziehen hier. Was haben wir noch für eine Botschaft? Welcher Stein unterstützt die Waage? Sonne, Mond, Aszendent. Waage, Sonne, Mond, Aszendent. Upsala, den Aquamarin. Ein wunderschöner Stein, wie ich finde. Das ist der Heilstein für Selbstbewusstsein, Transformation und Durchsetzungsvermögen. Ja, als Waage mit dem Drang, dem Hang, vielleicht es allen recht machen zu wollen, ist das gar nicht so verkehrt. Ein bisschen mehr Selbstbewusstsein an den Tag zu legen und sich durchzusetzen. Und das ist der Aquamarin, der dich da unterstützt. Affirmation: Ich fließe mit den Wellen des Lebens und finde dabei Klarheit und Ruhe. Jawohl. Und die Wirkung. So, damit du mitlesen kannst hier. Der Aquamarin ist ein Stein, der Veränderungsprozesse kraftvoll begleitet und uns die nötige Kraft für die persönliche Transformation schenkt. Charakter: Aquamarin hat eine charakteristische blaue bis türkise Farbe, die oft an klares Meerwasser erinnert. Anwendung:
Trage Aquamarin am Körper, um von seiner Energie zu profitieren, oder genieße seine Kraft in Form von Edelsteinwasser. Ja, hier auch noch gleich ein paar Tipps mit dabei. Also wenn du dich dazu berufen fühlst. Ja, wir haben ja momentan auch wieder, es geht ja los, die Wintermärkte, die Weihnachtsmärkte, und dementsprechend sind da auch immer wieder Händler, die Steine verkaufen, und vielleicht ist da ja ein Händler deines Vertrauens dabei und findest einen wunderschönen Stein für dich. Bei uns geht es jedenfalls hier auch gerade heute tatsächlich los in Lüneburg, und da ist ein Händler, der sehr, sehr schöne Steine hat, auf den freue ich mich auch schon. Okay, so, jetzt liebe Waagen, Waagegeborene, Sonne, Mond, Aszendent, jetzt möchte ich ganz gerne mal wissen, was die aufgestiegenen Meister jetzt noch für eine Botschaft für euch haben. Sonne, Mond, Aszendent, Waage, Dezember 2024, welche Botschaft hat hier der aufgestiegene Meister Kutumi für dich? Einweihungserlebnis. Deine jetzige Lage bringt deine Talente hervor. Das ist ja auch immer so fantastisch. Manchmal glauben wir, das geht nicht weiter, und dann haben wir dieses Problemchen und jenes Hindernis, und dann dürfen wir hier nochmal und da nochmal, und dann, und ja. Aber daran können wir natürlich enorm wachsen. Und das ist die gute Nachricht dabei. Kutumi, was sagt er denn so, der gute IJK, HIJK. So. Kutumi. Ich lese nicht alles vor, was diesen aufgestiegenen Meister betrifft. Nur die Botschaft: Dies ist ein guter Moment, um deine Intentionen, Pläne und Talente auf die nächste Stufe zu heben. Der Augenblick ist gekommen, dich nicht länger klein zu machen, sondern über deine gegenwärtige Situation hinauszudenken. Wenn du deine Träume, Absichten oder Pläne zurückgehalten hast, erlaube dir jetzt, nach dem Leben zu streben, das du dir wünschst. Kosmische Energie umgibt dich jetzt und bietet dir den gesegneten Raum, um tief in deine eigene Seele hineinzutauchen und so Gaben, Talente, Fähigkeiten und mehr in dir zu entdecken. Hier die Königin der Kelche. In der Situation, in der du dich momentan befindest, ist sehr wichtig. Nochmal, die Situation, in der du dich momentan befindest, ist sehr wichtig für deinen weiteren Weg. Wisse, dass alle Einschränkungen, Herausforderungen oder Ängste sich zeigen, Gelegenheiten für dich sind, dein Wesen voll zu entfalten und zu erstrahlen. Beachte, dass jede Widrigkeit in Wahrheit eine Gelegenheit ist, zu lernen und zu lehren. Mach dir bewusst, dass es keine Fehler oder Irrtümer gibt bei den Erfahrungen, die du jetzt machst. Vielmehr handelt es sich um einen göttlichen Plan, basierend auf den Gebeten, Intentionen und Visionen, die du in Bezug auf dich selbst, dein Leben und deinen spirituellen Weg hattest. Wenn wir nicht auf unser Herz hören, sondern unseren Kopf als Meister von allem irgendwie erkoren haben, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn unser Leben holprig verläuft. Das ist etwas, was wir, glaube ich, wirklich alle irgendwie schon erlebt haben und immer noch erleben. Und es gibt so viele, die wollen so gerne die Gewichtung verändern, also dass sie wirklich mehr auf ihr Herz hören, und sie fallen immer wieder zurück in die alten Muster. Das ist nicht schlimm. Das ist einfach der Weg, das ist der Prozess. Wenn du dran bleibst und immer wieder dich darauf fokussierst, auf die innere Stimme zu hören, raus aus dem Kopf, rein ins Herz, raus aus dem Kopf, rein ins Herz, dann wird das auch auf Dauer immer mehr zu einer Gewohnheit werden, und dann hast du damit nachher kein Thema mehr. Also wenn wir es erstmal so gewohnt sind auf die eine Seite, dann müssen wir uns selbst umgewöhnen, damit wir auf die andere Seite kommen. Im Prinzip ist es so einfach, aber es ist halt auch manchmal ein recht interessantes Unterfangen und auch sehr herausfordernd natürlich. Und das haben wir hier mit den 7 Stäben auf jeden Fall schon mal da. Es wird herausfordernd für dich im Dezember, aber du siehst ja, du hast eine wahnsinnig tolle Unterstützung hier. Die geistige Welt ist voll bei dir, und du hast auch möglicherweise tatsächlich hier auch eben physische Unterstützung. Vielleicht ist es aber auch dein Geistführer, dein geistiges Team. Das wirst du am besten wissen. Wenn du da natürlich mehr wissen möchtest und noch mehr eintauchen möchtest, was jetzt für dich wirklich stimmt, beziehungsweise wo die Tendenz hingeht, dann, wie gesagt, dann kannst du dich gerne in Bezug auf eine Analyse an mich wenden oder in Bezug auf eine Kartenlegung, in der ja auch Teile der Analyse mit drin sind. So, jetzt möchte ich aber für die Waagegeborenen noch zum Schluss eine letzte Karte ziehen, und zwar aus der Schatzkammer deiner Seele. Eine unterstützende Affirmation für den Dezember, für die Waagegeborenen, Sonne, Mond, Aszendent.
Die Hingabe. Also solltest du irgendwie auch Jungfrau vielleicht sein von Sternzeichen und du bist jetzt Aszendent Waage. Ja, da haben wir die gleiche Karte. Ich lasse mich von meiner Seele vertrauensvoll führen. Eine wirklich, wirklich schöne Energie. Sehr sanft, sehr liebevoll. Rosa wie der Rosenquarz. Wenn du dich zum Rosenquarz hingezogen fühlst, dann kannst du natürlich auch auf jeden Fall den noch mit ins Boot holen. Ich finde es eine wunderschöne Energie. Ich habe mir ja einige Rosenquarzkugeln hingestellt und auch hier eine wunderschöne kleine Schale aus Rosenquarz. Also ich liebe das sehr und fühle mich immer sehr, sehr wohl im Kreise meiner Steine hier, auch des Rosenquarz im Speziellen heute hier und während den Legungen. Also die Hingabe, Impuls deiner Seele. Lange Zeit hattest du das Gefühl, die Dinge und Menschen, die dir begegnen, unter Kontrolle halten zu müssen. Meist unbewusst ist es der inneren Unsicherheit geschuldet, dass du etwas verlieren könntest, wenn du nicht alles kontrollierst. Dein Verstand feuert dich dabei gern an und versucht, alle eventuellen Probleme schon im Voraus aus dem Weg zu räumen, damit alles so läuft, wie er es sich vorstellt. Doch es ist nun einmal so, dass es immer wieder Überraschungen und Wendungen in deinem Leben geben wird, die dein Verstand gar nicht erahnen kann. Das ist auch nicht seine Aufgabe. Wisse, dass ich als deine Seele einen übergeordneten Blick auf das habe, was du gerade brauchst und wohin dein Weg dich führt. Sei dir gewiss, dass ich immer an deiner Seite bin, dass du mir vertrauen kannst, denn ich bürde dir nie mehr auf, als du tragen und verarbeiten kannst. Und wenn du denkst, dass es doch so ist, ist dies genau der Augenblick, in dem großes Wachstum und Weiterentwicklung stattfinden. Es ist oftmals so, dass wir, wenn wir auf unseren Verstand hören, nicht hinter diese Begrenzung, die der Verstand nun mal ist, schauen können, weil da wird uns automatisch, wenn wir auf den Verstand hören, ein Riegel vorgeschoben. Das heißt, es geht darum, dass du dich natürlich ausdehnst, dass du beginnst, alles für möglich zu halten und dass der Kosmos Fülle ist, dass das Universum immer Ja sagt. Also es sagt Ja dazu, wenn du sagst, ich bin voll im Mangel, dann sagt das Universum Ja. Wenn du aber für dich erkennst, dass du einen unermesslichen Wert hast, dass du der unermessliche Wert selbst bist, dass die göttliche Schöpferenergie durch dich durchgeht und mehr Liebe geht gar nicht, dann sagt das Universum auch Ja dazu. Das heißt, es geht nur um die Energien, die du aussendest. Und dahingehend überprüfe, hörst du auf deine Seele oder hörst du noch auf deinen Verstand? Auf jeden Fall eine ganz wichtige Frage. Und dann geht es in die Übung, ne? Dass wir immer mehr zu uns selbst kommen, unser Inneres wirklich nach außen, sozusagen von innen nach außen leben. Und das ist ein sehr, sehr viel, ja, liebevoller, friedlicher und auch harmonischer Weg. Ja, und in diesem Sinne möchte ich jetzt hier damit schließen. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dass du was davon mitnehmen konntest. Ich freue mich natürlich, wenn du likest, kommentierst, Kanal abonnierst und auch durchaus gerne meinen Kanal oder dieses Video teilst, weil ich natürlich auch ja, über den Algorithmus von YouTube hier natürlich Reichweite generiere und du unterstützt mich damit. Bin ich dir sehr dankbar, wenn du das machen würdest. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist und sag bis dahin alles Liebe dir. Namaste.